Antworten auf Fragen unserer Abonnenten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir werden immer zum Wochenende hin immer mal ein paar Fragen unserer Abonnenten beantworten. Und ja, fangen wir einfach mal ganz einfach entspannt an. Und zwar beantworten wir die Fragen mit einem Video. Fangen wir mal an. Lisa Mona fragt oder sagt, Intelligenzrente beantragen, Voraussetzungen, worauf zu achten ist. Hallo, ich habe einen solchen Antrag auf Intelligenzrente bei der Rentenstelle abgegeben. Es gab zwar eine Nachricht, dass der Antrag eingegangen ist, aber das war's schon. Die Antragstellung liegt jetzt ca. 5 Monate zurück. Ingenieursnachweis, Arbeitsnachweis am 30.06.1990, das ist der Stichtag, und Nachweis als Ingenieurstätigkeit in einer DDR-Schiffbauwerft liegen alles vor. Die hat die Unterlagen eingesammelt und hat sie zur Deutschen Rentenversicherung geschickt. Der Antrag wurde als formlos als Zweizeiler gestellt. So, die Rentenstelle schweigt. Was ist da los? Ich will mal jetzt nicht auf die Voraussetzung der Intelligenzrente eingehen, das ist einfach zu viel, sondern ich will einfach mal sagen, wie das bei uns in der Praxis abläuft und welche Erfahrungen wir gemacht haben mit den Rentenanträgen. Die meisten Leute, auch Mona Lisa, die geben hier einen Rentenantrag oder einen Antrag auf Intelligenzrente bei der Deutschen Rentenversicherung ab. Aber die gibt den Antrag letzten Endes auch nur weiter, und zwar nicht hausintern, sondern an die Deutsche Rentenversicherung Zusatzversorgungsträger. Und die haben ihren Sitz in Berlin, Hirschberger Straße. So. Dieser Träger, DRVZV genannt, ist ein eigenständiger Rentenversicherungsträger, der sich nur mit Rentenfragen zum Thema DDR, Zusatzversorgungsrenten, Intelligenzrenten, Sonderversorgungsrenten, NVA-Renten und so weiter beschäftigt. So. Und da kann es natürlich sein, dass alleine schon die Postüberstellung von der Deutschen Rentenversicherung zur Deutschen Rentenversicherung Zusatzversorgungsträger ein paar Wochen dauert. Wir haben zurzeit sowieso ganz, ganz viele Anfragen und auch Beschwerden, dass die Deutsche Rentenversicherung ewig und 3 Tage braucht, um irgendwelche Anträge zu bearbeiten. Vor allen Dingen im Bereich der Erwerbsminderungsrente ist das ganz, ganz erschreckend, was da los ist mit den Bearbeitungsdauern. Also 5 Monate Bearbeitungsdauer ist schon ziemlich deftig. Ich kann der Mona Lisa letzten Endes wirklich nur raten, hinterher sein, anschreiben und fragen, was ist hier los. Ja? Schreiben Sie den Deutschen Rentenversicherung Zusatzversorgungsträger an in der Hirschberger Straße. Nehmen Sie bitte schlicht und ergreifend Ihre Rentenversicherungsnummer, eine andere brauchen Sie nicht, und schicken Sie dort einen Brief hin und machen Sie bitte eine Sachstandsanfrage. Was ist mit meiner beantragten Intelligenzrente los? Und glauben Sie mir eins, die Leute von der Deutschen Rentenversicherung Zusatzversorgungsträger, die antworten nach meiner Erfahrung relativ schnell. Näheres zum Thema Intelligenzrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen und Mona Lisa natürlich eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Verstehe ich gar nicht. Ist ja auch egal, wir lassen es weiterlaufen. Die Witwenrente. Nee, du sagst jetzt. Ich verstehe es wirklich, aber ich will ihn. Ja, ich. Lass es jetzt weiterlaufen und sagst, okay, nächste Frage. Ja, nächste Frage. Warte. Wir brauchen ein bisschen Zeit, ich muss ja schneiden. Nächste Frage. Witwenrente, wird die eigene Altersrente angerechnet? Da haben wir hier eine Anfrage einer Abonnentin. Meine Mutter bekommt Witwenrente und hat damit rund 1600 Euro. Ich vermute, sie meint neben der Witwenrente auch Altersrente, also insgesamt 1600 Euro. Sie lebt in einem Seniorenstift, hat Demenz laut ärztlichen Gutachten. Muss sie eine Steuererklärung beim Finanzamt abgeben? Mit ihrer Demenz kann sie das gar nicht mehr auf die Reihe bekommen. Ich als einzigste Tochter, ich lebe im Ausland. Wer soll das für sie machen? Ja, liebe Anfragende, ich sage es mal so. Das Finanzamt wird nicht danach fragen, ob ihre Mutter erkrankt ist oder nicht. Das interessiert die nicht. Letzten Endes wollen die, wenn das jetzt, sagen wir mal, das Problem ist, möglicherweise irgendwann mal eine Steuererklärung haben. Im Regelfall wird das ja vom Finanzamt gar nicht geprüft, sondern hier muss man als allererstes mal selber reinschauen, seit wann bekommt denn ihre werte Frau Mutter eigentlich die Altersrente und auch die Witwenrente. Danach berechnet sich nämlich letzten Endes auch die
unterschiedlichen Steuerfreibeträge auf die Rente. Denn es ist noch gar nicht klar, ob Ihre Mutter mit 1600 Euro Gesamtrente überhaupt Steuern zahlen muss. Das muss erstmal geprüft werden. Und deshalb mein Tipp, nehmen Sie die Rentenbescheide oder schreiben Sie die Deutsche Rentenversicherung an und fordern Sie bitte die sogenannten Rentenbezugsmitteilungen für das Jahr 2018, 2019 an. Und dann nehmen Sie bitte diese Rentenbezugsmitteilung und schicken die Ihren Steuerberater oder vielleicht den Lohnsteuerhilfeverein. Aber Sie können die auch uns schicken zu und wir würden dann prüfen, ob Ihre Mutti hier generell überhaupt der Steuerpflicht unterliegt und ob sie überhaupt eine Steuererklärung abgeben muss. Wenn Sie das gerne möchten, nutzen Sie einfach unser Anfrageportal oder unsere Anfragemail kontakt@rentenbescheid24.de und beziehen sich einfach auf das Video und wir machen Ihnen dann ein entsprechendes Angebot. Okay, nächstes Thema oder nächste Frage. Rentenerhöhung 2020. Was uns die neuen Rentenbescheide bringen? Da fragt der Walter, Nachname ist jetzt uninteressant, an, eigentlich sollte die Erhöhung doch um 5% liegen, aufgrund eines bisherigen Statistikfehlers. Warum hört man nichts mehr zu dieser Meldung von 2019? Das ist relativ einfach, lieber Walter. Hubertus Heil hat schon gesagt, dass hier etwas geändert worden ist und dass die Rentenerhöhung aller Voraussicht nach nicht bei 5% liegen wird zum 1.7.2020, sondern wir gehen derzeit davon aus, dass die so roundabout 3 bis 3,5% betragen wird, so wie die ersten Vorhersagen es uns sagen. Ganz ehrlich, wir haben noch ungefähr, wir haben heute den 4. Februar, wir haben ungefähr noch 6 Wochen. Ich schätze mal, in 6 Wochen wissen wir ganz genau Ende März, wie hoch die nächste Rentenerhöhung ausfällt. Denn im März gibt es die Zahlen, das ist immer ein fixes Datum. Da sagt dann uns der Bundesarbeitsminister, wie hoch die Rentenerhöhung tatsächlich ausfallen wird. Also 5%, ich glaube nicht dran, aber ich würde mich riesig freuen, wenn wir die 5% kriegen. Ja? Sie wahrscheinlich auch. So, nächste Frage. Grundrente, doppelter Abschlag. Da sagt uns der Rentenfuchs, die Zielsetzung, die der Gesetzgeber mit dem Abschlag auf die Grundrente verfolgt, ist doch eine ganz andere als beim Abschlag aufgrund eines vorzeitigen Renteneintritts. Doppelpunkt. Rentenfuchs, du hast absolut recht. Die Zielsetzung ist sicherlich eine andere. Der gesonderte Abschlag bei der Grundrente dient sozusagen zur Wahrung des Äquivalenzprinzips in der gesetzlichen Rente. Das heißt, ich bekomme nur das an Rente ausgezahlt, was ich auch wirklich selber eingezahlt habe. So, völlig korrekt. Aber im Ergebnis, lieber Rentenfuchs, und das kann man ja wohl nachrechnen, verbleibt es doch bitte bei meiner Meinung oder bei meiner Theorie oder das, was ich da niedergeschrieben habe, dass wenn jemand 12,5% Abschlag bekommt in der Grundrente und dann wegen vorzeitiger Rente nochmal einen Abschlag bekommt, er sozusagen einen doppelten Abschlag bekommt. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht in Ordnung. Ja? Gerade bei denen, die wenig haben, nimmt man sozusagen 12,5% weg. Und im Übrigen, dieses Äquivalenzprinzip, von dem hier gesprochen wird, warum man das jetzt gerade hier an dem Punkt ansetzt, wo man ja von vornherein sagt, der Versicherte bekommt ja einen Zuschlag, für den er ja gar keine Entgeltpunkte selber, für den er gar keine Beiträge eingezahlt hat, halte ich für ein bisschen problematisch. Ich denke mal, hier ist ein politisches Kalkül dahinter. Wir wissen ja, dass dieser Abschlag letzten Endes ein Kind der CDU ist. Also, gerne, lieber Rentenfuchs, können wir da uns nochmal unterhalten drüber auf unserem YouTube-Kanal oder Sie schicken uns mal eine Mail. Ist mit Sicherheit eine spannende akademische Frage, aber in der Wirklichkeit wird es den Kunden wahrscheinlich eher weniger interessieren. Der wird sich nur wundern, warum sein Grundrentenabschlag hier so hoch ausfällt. Ja, die letzte Frage kam vom Joachim, der hat nochmal eine Frage zum Gesetzesentwurf Grundrente. Welche Zeiten werden angerechnet? ALG 1 zählt nicht mehr mit. Ist das so richtig? Joachim, seit dem ersten Gesetzesentwurf vom 21. Mai 2019 war klar, dass Arbeitslosigkeitszeiten, Hartz IV, Arbeitslosenhilfe
nicht als Grundrentenzeiten zählen. Das heißt also, da hat sich überhaupt nichts geändert. Leider ist es so, dass ALG 1 nicht mit dazugehört. Viele Versicherte, Ost und West, Süd und Nord, werden schon alleine deshalb keine Grundrente bekommen, weil viele Zeiten des Bezugs von Arbeitslosigkeit hier nicht als Wartezeit auf die jetzt 33 Jahre mit dazuzählen. Ich denke mal, die Wartezeiten werden sich nochmal ändern auf 34 Jahre. Aber warten wir einfach den Gesetzesentwurf, der jetzt überarbeitet wird, ab. Am 12.02. gibt es ja dann eine Entscheidung. 12. Februar 2020, meine ich natürlich, soll wohl ein Kabinettsbeschluss endlich zur Grundrente kommen. Ja, das war's von mir zum Thema oder zu den Fragen, die hier zu beantworten sind, die ich beantworten wollte. Spannende Fragen, und das machen wir jetzt in loser Folge immer mal wieder. Ich wünsche Ihnen ein rentenstarkes Wochenende. Ihr Peter Knöppel.